welcome to this week's edition of For His Glory. Hallo, willkommen zur Ausgabe diese Woche von Zu seiner Ehre. We've been discussing the components that make up the kingdom of heaven. Wir haben die Komponenten besprochen, die das Reich des Himmels ausmachen. It's as we understand what Scripture tells us the kingdom of heaven is about that we can fully enter in to the privileges given to us by being citizens of that kingdom. Und wir haben gesehen, dass durch das Verständnis dieses Königreiches des Himmels, der Prinzipien, dadurch wir erst Zugang bekommen zu den Vorteilen des Reiches des Himmels. Now let me explain something. Your citizenship, once you were born again, is now in heaven. You're a citizen of heaven. Nun, eure Staatsbürgerschaft, wenn ihr wiedergeboren seid, ist jetzt die himmlische Staatsbürgerschaft. Ihr seid jetzt Bürger des Himmels. Citizenship has its privileges, but it also has its responsibilities. Eine Staatsbürgerschaft hat seine Vorteile, aber es hat auch seine Pflichten. I want to pick up this week with where we left off from last week, and we're going to talk about the code of ethics of the kingdom. Und ich will weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und ich möchte mit euch über den Verhaltenskodex in einem Königreich sprechen. A code of ethics is the acceptable conduct of the citizens in the kingdom and their representation of the kingdom. Und ein Verhaltenskodex repräsentiert das Verhalten und die Regeln von Bürgern in einem Reich. This code includes moral standards, social relationships, personal conduct, attitudes, attire, and your manner of life. Dieser Kodex umfasst moralische Prinzipien, soziale Beziehungen, persönliche Umgänge oder Haltungen, die das gesamte Leben, den gesamten Lebensumfang betreffen. You see, sometimes the only Bible the world will ever read will be your life. Manchmal wird die einzige Bibel, die Menschen um dich herum jemals lesen werden, dein Leben sein. As citizens of the kingdom and as ambassadors for Christ, we must conduct ourselves in a manner that reflects honor upon the King. Und in unserem Leben als Christen müssen wir unser Leben so führen und so verhalten, in einer Weise, dass es den König ehrt und reflektiert. There are certain things that we conduct ourselves in everyday life that are not necessarily sin. However, they fall below the moral conduct that is required of a follower of Jesus. In unserem Alltag verhalten wir uns oftmals in einer Weise, was vielleicht nicht Sünde ist, aber was dennoch unter den Standard dieses Verhaltenskodex im Reich Gottes fällt und was unter diesem Standard liegt. We must remember, constantly remember, that all we say, all we do, our conduct reflects upon the King. Wir müssen uns immer erinnern, alles, was wir sagen oder was wir tun in unserem Verhalten, den König reflektiert. The name of my show is For His Glory, and my heart's desire has always been to conduct my life so that I would bring glory to my King. Der Name meines Programms hier ist Zu seiner Ehre, und es war immer mein Verlangen, mein Begehren, dass ich mein Leben so führe, dass es meinem König Ehre bringt. That is the code of ethics that I have chosen for my life that I might honor him. Das ist der Verhaltenscode in meinem Leben, den ich erwählt habe, damit er Ehre bekommt, damit ich ihn ehre. The next component of a kingdom is every kingdom has a military, an army. Die nächste Komponente des Königreiches ist das Militär. Jedes Königreich hat eine Armee oder ein Militär. That military is the kingdom's way of securing its territory and protecting its citizens. Dieses Militär ist der Weg, wie dieser König sein Territorium absichert und seine Bürger beschützt. Now it's important for us to understand this concept. It is not the citizens that fight in the army, it's those that have been called by God to be warriors in the kingdom, his angelic host. Nun, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass nicht die Bürger die Kämpfe und die Schlachten
für den König ausführen, sondern die, die vom König berufen sind in die Kämpfereien, in die Armeen, in diese himmlischen Heerscharen hinein. A benefit of being a citizen of heaven is to enjoy the privilege of having the host of heaven fight on our behalf. Und ein Privileg dessen, ein Reich des Bürgers des ein Bürger des Reiches des Himmels zu sein, ist es, dass für uns an unserer Seite ein himmlisches Heer kämpft. As a matter of fact, the word host in Hebrew literally means army. Und dieses Wort Host im Englischen bedeutet buchstäblich Armee, eine Armee des Himmels. So that word identifies God's angels as the military component of the kingdom of heaven. Und dieses Wort Heerscharen, es definiert die Engelscharen des Himmels als das Militär im Reich der Himmel. Now I understand that this concept of the kingdom presents a challenge to our religious thinking of the church as an army. Nun, ich verstehe, dass dieses Bild eine Herausforderung, dieses Konzept eine Herausforderung für unseren religiösen Verstand ist, das Prinzip zwischen Kirche und Armee. But if we want to be faithful to biblical model, if we do a real little research and a little study, we find out that the church was established as a citizenship, a family, or sons of a nation. Und wenn wir dem biblischen Modell treu bleiben wollen und wir machen ein bisschen Nachforschung, wir studieren darüber, dann sehen wir, dass die Kirche etabliert worden ist als Menschen, die ein Bürgerrecht haben, als Familie, als Söhne einer Nation. In Psalm 78:49 it says, he cast on them the fierceness of his anger, wrath, indignation and trouble by sending angels of destruction among them. Und es heißt im Psalm 78:49, er ließ gegen sie los seines Zorns, Glut, Grimm, Verwünschung und Bedrängnis, eine Schar von Unheilsboten. Psalm 103, verse 20 through 21 says, bless the Lord, you his angels who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts or armies, you ministers of his who do his pleasure. Und es heißt im Psalm 103, Abvers 20, preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, alle seine Heerscharen, ihr Diener, die ihr seinen Willen tut. Matthew 13:40-42 says, therefore, as the tares are gathered and burnt in the fire, so it will be at the end of this age. The Son of Man will send out his angels, and they will gather out of his kingdom all things that offend and those who practice lawlessness. And he will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Es heißt im Matthäus 13, Vers 40, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, sie werden in den Feuerofen geworfen werden. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. I find it very intriguing that verse 41 says that the angels of God will gather from out of his kingdom, his citizenry, those that are offensive and who practice lawlessness. Und es heißt hier im Vers 40, dass die Engel Gottes zusammensammeln aus seinem Reich die, die Unrecht getan haben und Gesetzloses tun. Es Bürger des Himmels. Or in other words, those who break the law, the covenant and the code of ethics, God will be dealing with them at the end of the age. Mit anderen Worten, die, die seine Gesetze brechen, seinen Verhaltenscode brechen, die, die Böses tun, Gott wird mit ihm am Ende des Zeitalters abrechnen und richten. We cannot break the laws, the covenants of the kingdom without any repercussions. You've got to understand this. Wir können die Gesetze und die Bündnisse des Reiches Gottes nicht brechen, ohne Folgen davon zu tragen. Das müssen wir verstehen. We serve a righteous God and we're to worship him in spirit and in truth, not in deception and rebellion. Wir haben einen gerechten Gott und wir müssen ihn in Wahrheit und im Geist anbeten und nicht in Rebellion und in Täuschung.
Now another aspect of the kingdom is the commonwealth. It's the economic system of a kingdom which guarantees each citizen equal access to financial security. Ein weiterer Aspekt ist das wirtschaftliche System, die Ökonomie eines Königreiches, was den Bürgern des Himmels wirtschaftliche Sicherheit bereitstellt. So we all have equal access to the finances and the security of the kingdom. Wir haben alle gleichen Zugang zu der Sicherheit, zu der ökonomischen Sicherheit und zu den Rechten dieses Reiches. Just as there are laws and regulations put in place for the natural banking system of the world, so there are laws and regulations that we need to understand about kingdom finances to be able to access those. Und so wie es Regeln und Gesetze gibt, in diesem natürlichen Finanz- und Banksystem, so gibt es auch Regeln und Gesetze in dem System über Finanzen im Reich der Himmel, und wir müssen sie verstehen, um Zugang dazu haben. The King's glory, his ultimate pleasure, is the happiness, the health and the welfare of his citizens. Und die Herrlichkeit des Königs und sein Wohlgefallen ist das Wohlergehen seiner Bürger, denen, die zu seinem Reich gehören. Consider carefully the words of the King of the Kingdom of God, Jesus Christ. Beachtet sorgfältig die Worte des Königs, des Königreiches Gottes, die Worte von Jesus Christus. In Luke 12, 22 through 24, it says, Then Jesus said to his disciples, Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than birds? Er sprach zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist mehr als Kleidung. Betrachtet die Raben, die säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Vorratskammern noch Scheune und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr wert als die Vögel? Jesus said to stop worrying about the cares that you've been carrying, the burdens that you've been putting on yourself, because he's already made provision for you. Und Jesus sagt, hört auf, euch zu sorgen, über diese Lasten, über eure Nöte, dass diese Lasten, die ihr tragt, weil Gott hat sich schon darum gekümmert. If you understand that you are but a steward in the kingdom of God and the Lord owns everything, then you have no fear about lack and no concern about tomorrow. Wenn ihr versteht, dass ihr im Reich Gottes Verwalter seid und Gott besitzt alles, was diese Erde betrifft, dann habt ihr keine Sorge über eure Nöte oder das, was ihr morgen benötigt. It makes seed time and harvest vastly different than a lot of what we have been taught. Und das macht die Zeit des Säens und der Ernte ganz anders als das, was wir bisher gelehrt worden sind. But I want to give you a different understanding. You see, when you sow into the kingdom, you're only giving what's already God's. Und seht, ich will euch das zeigen. Wenn ihr in das Reich Gottes hineinseht, dann gibst du einfach nur, was dir von Gott schon gegeben worden ist. And if you're faithful to be obedient with the stewardship God's given you and you do with it as he says, he gives you more. Und wenn du treu bist in der Verwalterschaft mit dem, was Gott dir gegeben hat, dann wird er dir mehr geben. But if you can't be faithful with a little bit and give as he says to give, he won't give you more to steward. Aber wenn du nicht treu sein kannst mit dem kleinen bisschen, was er dir gibt, und du gibst nicht, wie er es dir sagt, dann kann er dir nicht mehr anvertrauen, um darüber zu verwalten. Isn't it interesting that what you give is already God's and what comes back is already God's? Ist es nicht interessant, das, was du gibst, gehört Gott schon, und das, was zurückkommt, gehört Gott auch schon? There's great liberty in understanding true stewardship in the kingdom. Da ist große Freiheit darin, wirkliche Verwalterschaft im Reich Gottes zu verstehen. Luke chapter 12, verse 31 and 32 says, But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you.
Do not fear, little flock, for it is the Father's good pleasure to give you the kingdom. Und es heißt im Lukas 12, Vers 30, 31, trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. It's the Father's good pleasure to give you the kingdom. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. You see, we don't earn the right to become a citizen, and we don't earn any position within the kingdom. It's freely given. Seht, wir verdienen nicht das Recht, Bürger dieses Reiches zu sein, und wir verdienen uns auch keine Position darin. Es wird uns frei gegeben. All that is required of us is to honor the king and be faithful to his decrees. Alles, was von uns verlangt wird, ist, den König zu ehren und treu gegenüber seinen Anordnungen zu sein. Now every kingdom has a social culture, and that is the environment created by the life and the manners of the king and his citizens. Und jedes Königreich hat eine soziale Struktur und Kultur, und es wird geschaffen durch die Lebensform des Königs und seiner Bürger. This cultural aspect is the thing that distinguishes and separates one kingdom from another. Und dieser kulturelle Aspekt ist es, was ein Königreich vom anderen unterscheidet und trennt. We can see this distinction in kingdom culture evidenced by the word of Jesus in Matthew 5, 21 and 22. Und wir können diesen Unterschied sehen im Reich Gottes in Matthäus 5, Vers 21 und 22. You have heard that it is said to those of old, you shall not murder. And whoever murders will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of hellfire. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, wer aber töten, wird dem Gericht verfallen sein. Ich sage euch aber, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Here's another aspect of the social culture of the kingdom. Und hier ist ein weiterer Aspekt der sozialen Kultur des Reiches Gottes. Matthew 20, verses 26 through 27 says, Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Und es heißt in Matthäus 20, Vers 26 und 27, Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, der wird euer Sklave sein. Kingdom social culture is supposed to be evident in our daily lives and our daily activities. Die soziale Kultur des Reiches Gottes sollte sichtbar sein, erkennbar in unserem alltäglichen Leben. Most of us have never truly really given thought to the fact that we are part of a kingdom. Die meisten von uns haben dem nie einen Gedanken gewidmet, dass wir eigentlich Teil eines Königreiches sind. Grab hold of this truth and conduct yourselves according to what Scripture says, and you will see your life within the kingdom of God vastly improve. Ergreift diese biblischen Wahrheiten des Reiches Gottes, verhaltet euch dementsprechend, und ihr werdet sehen, wie euer Leben im Reich Gottes sich schnell verbessern und steigern wird. And above all, determine in your heart to bring honor and glory to the king of this kingdom for all that he's done for you. Und lege über allem hinweg fest in deinem Herzen, dass du diesem König Ehre und Herrlichkeit geben wirst für all das, was er für dich getan hat. As you read your Bible from this day forward, recognize kingdom benefits, kingdom responsibilities, kingdom privileges. Und wenn du deine Bibel von diesem Tag an liest, dann erkenne diese Pflichten, diese Werte und diese Vorteile von dem Königreich des Himmels. Father, I pray that we would gain greater insight and revelation into what you purchased for us by your blood and by us becoming citizens of heaven.
Vater, ich bete, dass du uns größere Einsicht schenkst in das, was du für uns erkauft hast durch dein Blut und was es bedeutet, Bürger deines Reiches zu sein. Father, I pray that we would not just focus on the benefits, but also on the responsibilities, that we might bring honor to your name. Vater, und ich bete, dass wir uns nicht nur die Vorteile betrachten, sondern auch unsere Pflichten sehen werden und dass es Ehre deinem Namen bringt. And I thank you for this in Jesus' name. Und ich danke dir dafür im Namen Jesus. Amen. Amen. Remember, as citizens of the kingdom of heaven, do all things for his glory. Und erinnert euch, als Bürger des Reiches des Himmels, tut alles zu seiner Ehre.